der neunjährigen Rheinländer-Stute von Fürst Grandios und Tolstoi, Geraldine, die gezogen wurde von der Gutsverwaltung Schweighof-Ulrich.
Da bekommt sie ein Lob von ihrer Reiterin, die Rheinländerstute von Fürst Grandios und Tolstoi, Geraldine mit Ingrid Klimke. Das Ergebnis von Ann-Christine Wienkamp und Fritz Santino korrigiert auf 69,88%, trotzdem aber Rang 5 in der laufenden Wertung. Und nun der Kommentar für Ingrid Klimke und Geraldine. Ein super, super elegantes, schickes Paar. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, mit absoluten Highlights in der Passage zum Beispiel. Nicht nur. Das ist ein tolles Pferd und über die Reiterin braucht man keine Worte zu verlieren. Das ist eine der besten Reiterinnen der Welt. Sie ist im Vielseitigkeitssport in der Weltspitze unterwegs und in der Dressurreiterei genauso. Aber das ändert auch nichts daran, dass wir hier ja eine Momentaufnahme zu bewerten haben. Die Passage war wirklich sehr, sehr schön getragen, mit unheimlich schöner Lastaufnahme. Das Pferd kommt ganz deutlich vom Boden. Und die gleiche Anlage zur Versammlungsfähigkeit, die sieht man auch in den Piaffen. Die sind sehr, sehr schön gesetzt. Die Hankenbeugung, die wir uns da immer wünschen, die ist da deutlich zu sehen. Leider waren da immer so kleine Unebenheiten in den Einleitungen zur Piaffe. Und dazu kam, dass das Pferd vielleicht spannungsbedingt, aber das wird uns Ingrid gleich bestimmt erklären, zum Beispiel vor der zweiten Traversale hinten mal hinten umgesprungen ist. Das sind so kleine Spannungsmomente, die da drin waren. Und eben so die ganz kleinen Unebenheiten bei der Einleitung jeweils zu den Piaffen. Aber auf der anderen Seite waren natürlich auch eine Menge Highlights dabei. Und ganz am Anfang erwähnenswert natürlich die Traversalen, die sind vom Allerfeinsten. Das Pferd behält die hohe Qualität des versammelten Trabs auch in der Seitwärtsbewegung bei, ist unheimlich kadenziert, in der richtigen Weise gestellt, gebogen, zeigt ein deutliches Kreuzen, gerade so, wie man das haben will. Ingrid, eigentlich ein super Pferd, eigentlich passt ihr super zusammen und dann so ein paar Ecken heute drin, beißt man sich jetzt erst eher so ein ganz klein wenig in den Popo oder denkt man, es ist alles so cool, die braucht nur noch ein bisschen Zeit? Ehrlich gesagt freue ich mich riesig, weil sie auch vor dieser Kulisse in diesem Viereck wirklich gezeigt hat, was sie für Qualitäten hat. Gerade vor der Traversale, da wollte sie einfach schon anfangen und das ist ja gut, sie ist übereifrig, sie will eigentlich alles richtig machen, sie ist total konzentriert, immer super bemüht, ist sehr fein, also die wird irgendwann mal ganz, ganz leicht zu reiten sein. Jetzt muss ich ihr natürlich immer noch helfen und da waren wir uns ein bisschen uneins, sie wollte die Traversale einfach schon ein bisschen eher machen, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Es macht total Freude, sie auszubilden, weil sie einfach alle Antennen immer beim Reiter hat und eines Tages, glaube ich fest dran, wird sie das mal alles richtig gut zeigen können. Sie muss erst reinwachsen. Sie haben das so schön gesagt, ausbilden. Sie haben sie nämlich wirklich von ganz klein auf, ne? Von 3- oder 4-jährig? Der Züchter ist auch hier. Ich freue mich auch sehr, dass beide Pferdebesitzer und Züchter hier sind. Und so, das ist natürlich sehr spannend, wenn man ein Pferd 3-jährig das erste Mal sieht, dann 5, 6 und letztes Jahr dann beim Burgpokal. So freuen wir uns einfach daran, sie Schritt für Schritt in den ganz großen Sport zu bringen. Was war denn heute das Gefühl da drin, dass der allertollste Moment? Eigentlich zwischendurch die Passage, die fühlte sich toll an. Eigentlich kann sie auch schon viel besser piaffieren, aber sie war dann so ein bisschen unsicher, soll ich raus oder noch nicht oder noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, sie wird das eines Tages mal richtig toll machen. Ingrid, haben Sie einen Flachmann dabei? Nee, warum? Ich glaube, Ihr Bruder, der braucht dringend einen. Der Michael stand am Rand, der ist so mitgeritten. Ich glaube, der kann ein Stückchen gebrauchen. Zwei ganz, ganz tolle Pferde. Ich glaube, das wird eine Riesensaison. Mit der Vielseitigkeit haben Sie dann aber bald keine Zeit mehr dazu. Doch, der LKW ist schon gepackt, denn heute Abend fahren wir nach Badminton. Da wird Horseverse Hellbob OLD hoffentlich am Samstag eine super Geländerunde drehen, sodass wir uns noch für Stregom für die Europameisterschaft qualifizieren können. Das ist unser nächstes Ziel. Also alle, die heute hier sind, müssen fest in die Daumen drücken. Ich glaube, das machen wir ganz, ganz sicher. Ingrid, vielen Dank und viel Glück. Und das Ergebnis für Geraldine und Ingrid. Bei E 73,95%. Bei H 73,61, bei C sind es 71,98%, von M kommen 71,51 und von B 73,72. Vorläufig das zweitbeste Ergebnis in dieser Prüfung, 72,95%. Damit reiht sie sich ein hinter Duke of Britain mit Frederik Wandres, der mit 74,37% in Führung liegt. Und vor ihrem zweiten Pferd Franziskus mit 2.